Was geht ab, meine Z-Fighter, außer ihr? Und zu ein paar weiteren Summons zu LR, Goku und Freezer. Wir sind jedoch auf der japanischen Version von Dokamel. Warum summen wir hier auf JP? Nun, zum anderen hätte ich speziell bei den beiden, wirklich, oder bei dem LR ist ja nur eine Karte, nichts dagegen, wenn ich sie auch auf der japanischen Version ziehe oder zuerst auf der japanischen, also ob JP oder Global. Warum? Denn in JP kann man sie momentan besser verwerten, zwecks Teamaufbau, Teambuilding, also ihr merkt schon, zwecks Content für mich selbst persönlich, Showcase, Teambau und. Denn da sind in ihrer Kategorie auf jeden Fall viel mehr Charaktere. Das Ganze kommt natürlich auch noch auf Global, so ist nicht. Aber eben wegen dem Grund hätte ich auch nichts, wenn ich sie auf JP droppen. Und wegen dem anderen Grund, ihr seht schon, wir haben hier 169 Stones, werden wir heute 3 Multisum raushauen. Das Ganze kam quasi aus den letzten, beziehungsweise aus den aktuellen japanischen Missionen, die ich da erfahren konnte. Das sind alles quasi erfahren. Denn euer Boy, das kam ja beides zeitgleich online, die ganze Celebration zu Goku und Freezer auf Global und JP. Und ich habe erstmal auf Global alles geholt und auf JP konnte ich noch sehr, sehr viel erfahren. Deswegen sage ich dazu so oder so nicht nein, wenn auf jeden Fall noch Stones vertreten sind. Können heute 3 Mutti-Sum raushauen. Wir fangen hier an im ersten Mutti-Sum mit Bu und Tenshin an. Und Freunde, wenn euch das Ganze auf jeden Fall gefällt, dann gebt den ganzen ein Like. Und falls ihr neu seid, wir gehen wieder mal einen Atemraum-Schritt. Wir sind kurz vor den 15.000 Abonnenten. Dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, ja, falls ihr nichts verpassen wollt, genau. Und wie gesagt, wir machen uns mal, widmen uns mal hier den Summon. Aber natürlich vielen lieben Dank an euch. Und ich wünsche auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Glück, die noch ziehen werden für LR Goku und Freeze und all denen, die schon gezogen haben. Ich habe wirklich auf meinen Social Media Kanälen. Oh, okay. Ah, der PyCon ist hier, by the way, Inst-Type auf JP und nicht Strength wie auf Global. Und ich habe auf meinen Social Media Kanälen sehr viel gesehen, sehr viele gute Puls von euch. Wirklich, ich gratuliere euch. Und bei den Groups haben von dem letzten Video kamen auch ein paar Drops bei euch. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und immer cool, wenn ihr mir so Sachen einsendet. Und ich nehme natürlich auf jeden Fall Zeit, um sie zu beantworten. Anyway, wie gesagt, wir sind schon mittendrin im ersten Mutti-Sum, haben hier schon mal PyCon gehabt. Und Freunde, ich will euch jetzt erzählen, hier sind natürlich auch alle anderen LR, also alle anderen nicht gefeaturten LR. Alle außer LR, Vegito und Gogeta, die sind natürlich dann, also die anderen, nicht gefeatured im Banner. Jetzt sind wir auf einen Stand. Und auf JP sind ja ein paar mehr. Oh, Thales, okay. Es sollte der GS sein. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich in letzter Zeit, aber seit gestern komischerweise oder heute irgendwie Gefühl, dass ich so LR Beerus vor mir sehe. Sei es vielleicht aus dem Puls, weil viele von euch LR Beerus gezogen haben oder einfach nur so, weil ich unser Boy LR Beerus in meinem Kopf habe. Ich weiß auch nicht. LR Beerus, unser Boy. Wisst ihr, wen LR Beerus ähnelt? Das wissen wir schon, aber die es nicht wissen. Snoop Doggy Dogg. Alter, wenn ich LR Beerus ziehen würde, dann hätte ich so Snoop Doggy Dogg Dance Moves auspacken könnte. Ja, das wäre auf jeden Fall schon geil. Wir hatten hier eine Vegeta-Animation. Gehen wir in Super Saiyan? Ja. Die Animation, by the way, die GL-Animation, also Super Vegito, Vegito Blue, so oder so, aber Super Vegito, Hercule auf Majin Buu, Crack Screen, Bates, also Double Screen Crack und Bates, die sind in diesem Legendary Banner. Wenn ihr diese Animation bekommt, dann bekommt ihr garantiert einen LR, die hier in dem Banner drin sind. Heißt, wenn jetzt Super Vegito kommen sollte, na okay, the dreams. A man has dreams. Aber wie gesagt, damit ihr Bescheid wisst, denn es ist ein Legendary Summon Banner. Da sind ja nur, also diese Animation geben euch hier an der Stelle LR, garantiert ein LR, damit ihr da Bescheid wisst, weil es kein Dokkan-exklusives Banner ist. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen hier weiter, so einen zweiten Multi, by the way. Ja, und so scheinen gehen 3 Multis vorhanden, danach haben wir noch einen. Wir versuchen einfach um Glück, was hier abgeht. Hier haben wir an der Stelle erstmal Piccolo und ja, Sarbon, GG, da kommen erstmal, ey, Samas, okay, also SSR ziehen wir auf jeden Fall, darüber kann ich mich echt nicht beschweren. Ist ja an der Stelle auch nicht gefeatured und nicht gefeaturete könnten natürlich auch LR sein. Okay, okay, gucken wir mal, was abgeht. Bojack ist natürlich nicht LR Bojack, SR Bojack. Dann haben wir auf jeden Fall, also by the way, der GSSR-Slot, der ist auf jeden Fall sehr, sehr spicy, weil der ist zu 95% nicht gefeatured. In dem Banner sind, wenn mich, hey, guck mal, den ziehe ich links und rechts auf der japanischen Version. Ich habe den aus dem Single gezogen, aus dem Multi jetzt nochmal hier im GSSR-Slot, ja. Der hat bei mir 2 Dupes. Auf Global mussten wir da deep gehen. Auf Global wollte ich ihn auch auf 100 haben, so ist es nicht. Aber in JP ziehe ich und links und rechts hier an der Stelle nehme ich auf jeden Fall an. Unser Boy Vegeta wird dann zu Super Saiyan 2. Vegeta und Bulma ist echt auf jeden Fall eine solide Unit. Wir kommen aber dann auch schon zum letzten Multi, Freunde. So schnell kann das gehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir hatten auf jeden Fall gut SSR gezogen, aber diese Karte speziell.
Die hätte ich echt wirklich gerne. Sei es auf Global oder auf JP, wie gesagt. Denn die Kategorie von den beiden Jungs auf JP vor allem ist auf jeden Fall besser gesetzt. Aber wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen könnten, bevor wir zum letzten Mundi kommen, damit ihr auch seht, was euch auf Global erwartet und ihr vielleicht euch entscheiden könnt, okay, für den könnte ich doch haben oder nicht. Wobei ich euch sagen muss, der wird dann in jedem anderen Banner, das kein Dokkan-exklusiv Banner ist, also im Endeffekt ein LR-Banner, nicht gefeatured enthalten sein. Aber was wir hier zum Beispiel haben, was wir auf Global noch nicht haben, ist hier an der Stelle, wenn wir mal runter scrollen, Evolution Vegeta auf jeden Fall. Evolution Vegeta sollte kommen eigentlich nach der Celebration. Es sei denn, auf Global kommt dieser Hit als nächstes, der quasi, den wir gewählt haben. Wenn das der Fall sein wird, dann kommt erst Hits. Wenn nicht, dann sollte so im Zeitraum Oktober Evolution Vegeta kommen. Der kommt noch in die Kategorie rein. C17, sehr, sehr wichtig in der Kategorie, in einer Rotation mit unserem Boy LR Goku und Freezer. Und das sind so die wirklich zwei Charaktere, die auf jeden Fall fehlen in der Kategorie. Das sind zwar nur zwei Charaktere, die Kategorie an sich ist eh beschränkt, so ist es nicht. Aber diese zwei Charaktere machen das schon was aus, Freunde. Weil ihr merkt, die Kategorie ist beschränkt. Ich habe damit kein Problem. Wie haltet ihr das? Wie seht ihr das, dass die Kategorie beschränkt ist? Weil, ja, nochmal, wie geht's, okay. Weil, der Leader-Skill ist halt sehr, sehr gut. 177%. Okay, super Saiyan. Ja! Wir kriegen ein LR! Wir kriegen ein LR! Oh mein Gott, wir kriegen ein LR. Freunde. Und jetzt habe ich richtig Angst hier zu klicken. Hier sind viele LR. Hier sind viele LR. Wird es der neue oder ein, den es schon gab? Oh Gott, ich habe Angst. Zu wissen, dass dann LR kommt wegen den Animationen. Deswegen finde ich die neuen Animationen so geil. Zu wissen, dass dann LR kommt, aber nicht zu wissen, welches ist. Da zittert nicht nur die Hände, da zittert alles. Da zittert alles. Wir bewegen uns gegen GSSR dort. Und wenn es der GSSR sein sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher höher, dass es nicht LR und Freezer sein wird, weil der ist nur zu 5% im GSSR Slot. Ob so oder so ein LR. Zu einem LR sage ich nicht nein. Aber welches ist es? Freunde, was denkt ihr in den Kommentaren? Lasst mich jetzt wissen. Lasst mich jetzt in den Kommentaren wissen, welcher LR wird es sein. Könnt ihr das ja vorhersehen? Aber ja, es wird der GSSR. Es wird der GSSR. Also ich schätze mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der... Es wird nicht LR Gohan und Freezer, schätze ich. LR Gohan! LR Gohan und das LR-Symbol kommt auf jeden Fall hier im GSSR-Slot. Zu LR Gohan sage ich auf jeden Fall nicht nein. Ist auf JP auch ein Dupe an der Stelle. Also das ist echt cool, dass wir LR Gohan noch gepullt haben. Ach du Heiliger, LR Gohan im letzten Multifreund im GSSR-Slot. Und ich bin aber auch ehrlich zu euch, LR Gohan habe ich ja schon gezogen. Es ist, wenn man jetzt wahrscheinlich denkt, jetzt kommen so für manche so wahrscheinlich Gelaber, die manche nicht verstehen werden. Aber wenn ihr schon mal einen LR gezogen habt, also zum Beispiel LR Gohan, den hatte ich schon mal. Das ist dann ein anderes Gefühl, wenn man ein LR zum allerersten Mal zieht, als wenn man Dupes zieht. Ich meine, versteht mich falsch, ich freue mich natürlich für LR Gohan. Richtig geil, Dupe, auch auf der JP-Seite. Aber das ist halt nicht wie beim ersten Mal, wenn du LR Gohan ziehst, ja. Ihr werdet mich wahrscheinlich können mich viele da verstehen. Diejenigen, die vor allem jetzt mit dem Banner hier mal ihren allerersten LR gezogen haben. Anyway, Freunde, ein LR hatten wir auf jeden Fall in dem Video. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier an der Stelle. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace.